freue mich sehr darüber, dass ich auch in diesen wahnsinnigen Zeiten für Sie hier sein muss. Wissen Sie, als dieser Krieg in der Ukraine begann, da habe ich mich plötzlich so geschämt und ich habe gedacht, sag mal, was hast du eigentlich für Probleme? Denn eins ist ja wohl klar, gemessen an der Tatsache, dass wir auf der Welt sein dürfen, atmen und pullern können, ist alles, was sonst noch kommt, Zugabe. Und was denken wir? Ich genüge nicht, ich reiche nicht, ich bin nicht schön genug, nicht schnell genug, nicht schlank genug. Ich glaube, dieser ganze Wachstumswahn, dieser ganze Optimierungswahn, die könnten einpacken, wenn wir einfach mal denken würden, ich bin super. Also zumindest super genug. Wenn das nächste Mal wieder jemand vor Ihnen steht, der Ihnen das Gefühl gibt, Sie wären irgendwie nicht richtig, zu langsam, zu dumm, zu dick, zu doof, wissen Sie, was Sie dann machen? Dann sagen Sie ihm einfach Folgendes. Jetzt pass mal auf, du Tünnes. In meinem Körper pumpt ein Herz von 350 Gramm mit 80 Schlägen pro Minute 6 Liter Blut. Wobei sich in jedem einzelnen Blutkörperchen eine Chemiefabrik befindet, gegen deren Komplexität Bayer Leverkusen die reinste Sonderschule ist. Mehr noch. Es versorgt mein Gehirn mit Sauerstoff, in dem Trilliarden von Synapsen am Wulacken sind wie ein Spargelstecher auf Kokain. In meinen Augen befinden sich Linsen, gegen die das neue iPhone 13 ein Butterbrotspapier zum Durchpausen einer Baumrinde ist. Und meine Netzhaut rechnet diese optischen Informationen in Milliardelstel Sekunde in elektrische Impulse um, nur um daraus wieder Sonnenuntergänge und dein dummes Gesicht in meinem Bewusstsein entstehen zu lassen. Meine Nieren filtern aus Weinen und Spirituosen unterschiedlichster Herkunft und toxischer Reinheit das Gift in den Urin, den süßen Rausch ins Hirn. Und mein limbisches System unterscheidet mit einer Präzision, an der sich das Bundesverfassungsgericht ein Beispiel nehmen könnte, ob es angebracht ist, dem Gefühl oder dem Verstand den Vortritt zu überlassen. Und du wagst es, vor diesem Wunderwerk wahlweise göttlicher oder evolutionärer Konstruktionsmeisterschaft zu stehen, nur weil ich es trotz Beruf und Teenagerbehaftung nicht jeden Tag auf die Kette kriege, so auszusehen wie das Titelbild der Brigitte 40? Kapiert? Wissen Sie, wir erleben zurzeit eine Menge Ohnmacht. Es ist nicht leicht zu kapieren, dass sich auf dieser Welt von knapp 8 Milliarden Menschen, knapp 8 Milliarden Menschen Frieden wünschen und das so überhaupt nicht klappt. Aber auf eins können wir Einfluss nehmen. Wir können das, was uns beglückt, was uns wärmt, einfach mal festhalten. Und zwar ab jetzt. Merkst du dir die fetten roten Sonnenuntergänge, die Sekunde bevor der Spuk vorbei? Merkst du dir die hellen weißen durchgetanzten Nächte und das weiche Bett nur für uns zwei? Merkst du dir die Zoffs und die Erleichterung, wenn die Wut der Versöhnung weicht? Wenn das Brot auf dem Tisch und der Wein in der Flasche für die allerliebsten Freunde reicht? Merkt ihr jeden einzelnen der seltenen Momente, in denen du es nachts nicht schaffst, ins Bett zu gehen? In denen dir der rote Wein die scheue Zunge löst? Dann merkt ihr die Wirkung von Ibuprofen. Merkt ihr den Zauber des ersten Schnees, den Blick auf die Kinder, wenn sie pennen? Wenn sie selig und ohne den Hauch eines Zögerns in deine Arme rennen. Und wenn du kein Kind hast, ja Gott, dann kauf den Hund oder eine Rennmaus. Hauptsache, es bewegt sich was in deinem Leben. Aus deiner billigen Bruchbude kannst du kein Designerloft machen. Aber deine Erinnerungen können sie in goldenes Licht tauchen. Also los, komm, mach, lass dengeln. Sammel die schönen Momente, merk sie dir. Merkst du dir die Sonntage im Schlafanzug, wenn es draußen pisst oder stürmt, wenn in deiner Küche die Heizung bollert und sich das Geschirr vom Festessen türmt? Merkt dir den Klang des Sommerregens, der der Schwüle einen Strich durch die Rechnung macht? Merkt dir das tröstende Rattern des Zuges durch ferne Länder in endloser Nacht? Merkt dir den Sound der Grillen der Zikaden,
Den Moment, in dem Musik in dein Innerstes zielt, merkte den Klang vom Violoncello. Vor allem dann, wenn David spielt, merkte den Schlüssel im Schloss vom Ersehnten, den Anruf von dir, der fühlt nach Jahrzehnten, den Sound dieses Klingels, hey, den musst du bunkern, denn der zählt mehr als die fettesten Klunker. Also Freunde, schreibt euch hinter die Ohren, das Glück, das ihr erlebt habt, kann euch keiner mehr nehmen. Und sollte sich das gerade mal partout nicht einstellen, dieses blöde Glück, dann hängt euch einfach das super Zitat von Sigmund Freud übers Bett. Bevor du bei dir selber einen Minderwertigkeitskomplex oder eine Depression diagnostizierst, stell einmal sicher, dass du zumindest privat nicht nur von Arschlöchern umgeben bist.